wir zeigen hier das neueste Baby der Streamline-Familie, den S8. 8 steht für 8 Kamera, ein Fahrzeug mit integriertem Rüstraum und mit dem neuesten Konzept, das wir jetzt entwickelt haben für die Streamline-Familie. Wir haben die Geräte an die neueste Technologie angepasst, unter anderem zum Beispiel die Kommandoanlage, eine AVB-Kommandoanlage, das Processing basiert auf Micron N, direkte Integration mit Medion- und Stageboxen. Das sind die Neuerungen, die es in der gesamten Streamline-Familie dann geben wird. Der Hauptvorteil der Streamline-Serie ist erstens mal dadurch, dass wir ihn komplett durchkonstruiert haben, alle Varianten, die 4-Kamera, 6-Kamera, 8-Kamera, 12-Kamera, 16-Kamera-Variante, wir im Prinzip in ein Regal greifen und die einzelnen Module zusammenstellen, die Chassis lieferbar haben, sodass wir eine extrem kurze Reaktionszeit haben, wenn Interesse besteht bzw. wenn ein Auftrag da ist. Also wir reden von 4 bis 5 Monaten Lieferzeit für einen 16-Kamera-Wagen. Die Technik als solche ist hier auch modular komplett durchgeplant. Das heißt, wir können auch beim Bau auf fertige Pläne zugreifen und die Erfahrungen von einem 12-Kamera-Fahrzeug wiederum bei einem 6-Kamera-Fahrzeug nutzen oder bei einem 8-Kamera-Fahrzeug nutzen. Es ist also modular aufgebaut und alles basiert auf derselben Technik, die wir jetzt inzwischen, würde ich sagen, bei der Version 3.0 mit der aktuellen Auswahl der Technik angelangt, auf alle Fahrzeuge anwenden. Und weil wir sehen, dass jeder im Moment im Mediamarkt einen 4K-Fernseher kaufen kann und den auch kauft und die Broadcaster aber keinen Content liefern, da sehen wir einen massiven Druck auf die Dienstleister und auf die Produzenten, eben diesen Content zu produzieren. Was wir hier dann versucht haben zu zeigen, ist, dass man in unserer Standard-Streamline-Serie durchaus auch 4K produzieren kann mit Upgrades. Wir brauchen natürlich mehr IOs, Router-IOs, Mischer-IOs. Aber vom Rest des Systems ist es kein Hexenwerk, 4K zu integrieren. Ich denke, 80% einer der normalen Produktion können in 4K im Moment abgebildet werden. Aber Super Slow-Mo ist ein Stichwort, das da noch fehlt. Im Moment ist 4K natürlich auch im Serverbereich sehr eingangs- und ausgangsintensiv, sodass ich mit einer EVS-Maschine, einer 12-kanaligen, von der Funktionalität nur einen Bruchteil dessen abbilden kann, was ich in einer normalen Produktion mit derselben Maschine mache. Sport wird dasjenige sein, das das Ganze vorantreibt. Die hochwertige Messe-Präsentationsgeschichte auch. Und wahrscheinlich auch die Game-Community, die ja inzwischen in der TV-Branche auch sehr präsent ist und riesige Events abhält.